Und damit hallo, hallo und herzlich willkommen zu unserem weiteren Folge von WWE 2K24, beziehungsweise wie es bei uns heißt, ECW 2K24. Wir haben alle WWE-Wrestler rausgeholt, haben die mit ECW-Superstars ersetzt. Das ganze mündet in unserem großen Pay-Per-View, der heute ansteht, Anarchy Rules. Wir haben 7 spannende Matches, werden Fäden beendet, also auf jeden Fall vielversprechend. Schauen wir mal rein, was heute ansteht. Im Opener geht es um den ECW Television Title. Da trifft der Champion, der Sandman, auf Kid Cash, Tajiri, Two Cold Scorpio und Rhino. Gefolgt wird das Ganze von einem Hell in a Cell Match, Terry Funk gegen Sabu. Die Tag Team Titel stehen auf dem Spiel, die Dudley Boys verteidigen ihre Titel gegen die Eliminators. Auch hier die Fehde findet ihren Höhepunkt, Tommy Dreamer gegen Raven in einem Ambulance Match. Die ECW Women's Championess Jazz setzt ihren Titel ein weiteres Mal aufs Spiel, diesmal gegen Miss Congeniality, wieder mal gegen Lita. Im Co-Main-Event trifft der amtierende Champion, der diesen Titel hier besitzt, Mike Awesome auf Jerry Lynn, der Nummer 1 Herausforderer. Abgeschlossen wird das Ganze von einem 30-Mann Royal Rumble-Match übers oberste Seil mit beiden Beinen den Boden berühren. Der Sieger erhält beim nächsten Pay-Per-View einen Championship-Titel-Shot. Und ich bin mir sicher, dass in diesem Rumble der ein oder andere Superstar auftreten wird, den wir noch gar nicht gesehen haben in diesen 5 Folgen, was wir, glaube ich, bisher hatten, und vielleicht auch die ein oder andere Überraschung kommen wird. Weiß man bei Rumbles ja nie. Also viel Spaß damit, los geht's. Starten wir rein in unserem Pay-Per-View. Ich habe noch gar keine Ahnung, ob wir jetzt halt eine Folge draus machen oder zwei, weil wir haben doch, mein gutes Five-Way könnte ein bisschen dauern, Hell in a Cell könnte dauern, Tag Team, okay, Ambulance Match auch noch keins gespielt, kam, wie lange es dauert, Extreme Rules Match, normales Match und das Rumble Match. Ich sag mir, gucken mal, wie es geht. Wenn ich mal irgendwann merke, es dauert zu lange, dann teilen wir es gerade in 2 Folgen aus. So, fangen wir mal direkt an mit unserem ersten Match. World Television Title, ECW World Television Title, Sandman, Kid Cash, Tajiri, Two Cold Scorpio und Rhino. Ich glaube, Tajiri und Two Cold Scorpio haben wir noch gar nicht gesehen gehabt. Auch ich habe nichts eingegriffen, ich habe nichts verändert. Das ist alles so geblieben, wie es halt vorgegeben war. Sandman ist unser Champion. Wir versuchen das Ganze mal mit Two Cold Scorpio. Oder wir nehmen Rhino. Vollkommen, ich sag mir, bestimmen keine Matchausgänge, wir wählen nur zufällig immer einen, mit dem wir gerne spielen möchten. Und somit geht's los hier mit dem Opener von Anarchy Rules. Unser Champion, wie irgendwas verpasst. Habe ich ja was verpasst, dass Sandman seinen Titel verloren hat. Ja, finden wir es raus. Mal kann der Champion immer als letzte sein. Ich hab sogar Rhino den Titel. Der ist gerade so ein. Da war was. Wurde ich bei Barry Legal geholt und sei nicht mehr verteidigt. Das ist nicht Flash Funk, es ist Two Cold Scorpio. Weil er hier schon Ähnlichkeiten mit Velvet and Dream irgendwie hat. Super Crazy bräuchte ich auch noch. Ja, so schaut's aus, stimmt. Rhino hat den Titel bei Barry Legal geholt. Na gut, wie gesagt, wir müssen mal versuchen, jetzt unseren Titel zu verteidigen, auch gut. Was geht's? Extreme Rules, 5-Way. Gucken, wie lange das Ganze dauert. The bell is rung on this Extreme Rules match. Not the type of match for people with a weak constitution. Gleich auf Kid Cash los. Sandman wartet erstmal ab. Das Scorpio schickt hier gleich Tajiri auf die Matte. Ich glaube, es war ja dieses Match, wo durch die ganze Arena ging, oder? Bei Barry Legal. Schon so lange her. Also viele Folgen her.
Jetzt habe ich, glaube ich, gefühlt Folge 1 bis 5 am Stück aufgenommen heute. Bin auf jeden Fall schon mal mit einer Leiter unterwegs. Baut die auch mal auf. Natürlich der deutliche Nachteil für den Champion, weil halt er nicht direkt am Finish beteiligt werden muss. Also wenn es hier Tachibu zum Beispiel Kid Cash pinnt, ist der Titel trotzdem futsch. Und das ist tückisch an diesen 3-Ways, 4-Ways, 5-Ways. Wie viele Ways auch immer noch gibt. Hier geht's schon los, nämlich. Ich Rhino schon aufpassen, dass hier Kid Cash nicht den Sandman pinnt. So, als Rhino wieder nach draußen geschickt wird. Schickt hier den Sandman in die Stahltreppe. Tonne. Alles erlaubt. Erster Pinfall, erste Aufgabe. Einzige, was hier zählt. Wieder muss Rhino den Pin versuchen überwinden. Spinebuster. Vor dem Powerbomb. Ein Fightwave. Ich glaube, ich kann den Gore machen. Keiner da, der schnell ausschaut. Hier kommt langsam auf die Beine. Kommt bei zwei dazwischen. Also auch da hätte schon fast vorbei sein können. Das ist ein Match mit Potenzial, lang zu dauern. Wenn es eben immer einer übrig ist. Alle aus dem Ring draußen, deswegen hat Rhino versucht, den Moment zu nutzen. Dann schon wieder vier Mann im Ring. Jetzt Rhino auf außerhalb vom Ring. Ein Pin von Tajiri, ein Kid Cash. Er kann am letzten Mal noch auskicken. Sandman schnappt sich sein Singapore Cane, kommt mir auf die Sprünge und. Scorpio mit dem Pin versucht, also auch keiner rechtzeitig da. Kid Cash kommt noch rein. Aber im letzten Moment. Einen Gore machen. Snake Eyes von
Crew Call Scorpio, der jetzt nach draußen geht und tanzt. Warum nicht? Buster von Kid Cash an Rhino. Kampfversuch, da komme ich garantiert nicht mehr raus. Oder doch? Very few superstars possess the fortitude to do what we just witnessed. Very few. This match just went to the next level. All that work, all these big moves, and it still didn't earn the fall. Und das zum Gore war aber irgendwie nix. Arsch, Einroller. Und gerade im letzten Moment auch noch. Der Kickout, da war Simon auch immer dazwischen gewesen. Der Kickout von Rhino. Das Match könnte sich noch ein bisschen ziehen, glaube ich. Mit alle fünf im Ring. Cheery mit dem Two-Count am Sandman diesmal. Gore von Rhino an Tajiri. Jetzt bei Kid Cash schon wieder auf den Beinen. Nein, der schafft es nicht rechtzeitig. Rhino verteidigt jetzt seinen Television-Title erfolgreich gegen vier andere Herausforderer. Als nächstes steht das Hell in a Cell Match Terry Funk gegen Sabu an. Da ja auch in der Vergangenheit beide haben sich gegenseitig beim Einmarsch mehrmals angegriffen. Und ja, mündet jetzt zu diesem Match. Diesmal spielen wir mit Terry Funk. Ich glaube, die letzten Sommer haben wir mit Sabu gespielt. Hell in a Cell. Im Käfig, keiner kommt raus. Also im Normalfall kommt keiner raus. Und was die Praxis ist. Und vor allem, wie lange es die beiden hier auch im Ring hält, bevor jemand rausgeht. Käfig kann natürlich als Waffe eingesetzt werden. Damit bringt Terry Funk. Der auf den Kopf von Sabu eintritt. Jetzt haben wir noch einen Knee Drop. Und Fist Drop. This match grinded him down a little. Unhinged offense from the always dangerous Terry Funk. Ruben und Sabu fliegt nach draußen, da ist wenig Platz zwischen Ring und Käfig. Merkt jetzt Terry Funk auch. Der trotzdem hier vom Apron mit einem Moonsault geflogen kommt. He steps foot in the ring again. Tritt jetzt noch nach Sabu, die mittlerweile wieder berappelt hat und den Funker zurück in den Ring schleudert. Block. Wieder Atta Whippen. Er folgt von Tritten an den Kopf. Face your opponent head on. The task at hand is the most important thing in the Hell in a Cell. Using the cell as part of your offense. Wieder geht's über so aus, dass er raus für Sabu. Out of the ring and into the Hell itself. Ah, put the breaker. Schleudert Sabu, ja, Terry Funk durch die Gegend. Uppercut.
Frank kann sich nicht wehren und fliegt gegen den Käfig. Und im Anschluss auch gegen die Ringtreppe. Wenig Gegenwehr hier von Terry Funk aktuell. Und abermals geht's gegen die Ringtreppe. Auch gegen den Rücken. Jetzt mal Reversal versucht zumindest. Und Sabu muss in die Ringtreppe. Oh man! He's on his heels a bit now. Yeah, Hell in a Cell has always been appropriately named. And that is just another. Na, auch hier ist reichlich Spielzeug vorhanden. Oh, haben wir den Stuhl, legen erstmal in den Ring rein. Und wirft Sabu gegen den Käfig. Und gleich nochmal in die andere Richtung. Na, dafür ist der Käfig da. Gegen die Eisentreppe. Ist am meisten im Einsatz hier aktuell. Eats a punch to the face. Oh. Uppercut. Und die Eisentreppe ist heute ihr Geld wert. Terry Funk mit dem Chinbreaker von Sabu. Und der nächste Griff in Uppercut. Wenig Action irgendwie in dem Match. Viel die Brawls, viel Chinbreakers, genau. Sabu mit Blut. Adam Kinn. Und da fliegt Sabu gegen den Käfig und die Tür öffnet sich. Das heißt, jetzt ist das geworfen. Sabu flüchtet erstmal von Terry Funk. Gabel den Käfig hier nach oben. Turning his attention to the WWE Universe now. And now he's falling into the top. Frank. Hat schon fast nicht alles übrig, als hier selber hinterher zu klettern. Hoffentlich fällt da keiner runter oder durch die Deckenplatte. Durch beide hier oben auf dem Käfig. Terry Funk is fired up and wants this crowd to know it. Oh. Hell of a mountain, gentlemen, and these poor souls are duking it out at the summit. Send them up here. Suplex. Up in the suplex. Oh no. Neckbreaker. Der Vorhaut bringt hier oben am Käfig wenig. Also ich habe hier oben Pins und so zählen, keine Ahnung. Kick to the gut. Und DDT, der Käfig biegt sich schon leicht durch. Feuerball von Terry Funk auf den Käfig, wo er den jetzt hergezaubert. Jetzt hat er natürlich geblendet. Jetzt natürlich recht nah am springt selber ins Leere. Der Faustschlag. Here we go.
Shining Wizard geht daneben. Nächster Stunner schickt hier Sabu auf den Maschendrahtzaun. Springneckbreaker. Alter, kein Pin möglich. Das Finish muss im Ring passieren. Suplex. Taumelt hier Richtung Kante. Nächster Suplex. Hat sie auf die Maschen geschickt. Das ist an den Bäumen hier oben mal wenig. DT, David gibt hier schon leicht nach. Sabu ist aber erstmal out of order, aber es gibt eigentlich nur einen Weg nach unten. Zumindest wenn es auf Terry Funk geht. Der selber aber hart auf die Dachkonstruktion fällt. Oh, und Sabu muss hier um Käfigern runterfliegen. Kommt damit jetzt wieder nach oben gekrabbelt, ja. Suicidal, Genocidal. Death-Defying Maniac, Sabu. Fliegt vom Käfig runter und krabbelt. Das ist komplettes No-Selling hier. Voll direkt wieder nach oben. Dann ein Neckbreaker. No chance of cooler heads prevailing here. Nächster Neckbreaker. Neckbreaker. Ouch. Hopefully the chain link can stand up to this mayhem. This isn't what it was. Knarzt die Dachkonstruktion, oder? Der Schlag von Terry Funk. Front face lock applied. Suplex position. Way up high. Wir gehen jetzt hart auf den Käfig. Nächster Swingneckbreaker. Keine Chance mehr, dass Sabu hier noch irgendwas ausrichten kann. Banken wir wieder an die Käfigkante. Schubst Sabu wieder mal, der stolpert noch. Dropkick von hinten. Und jetzt Suplex. Das ist Suplex auch hier oben von Sabu jetzt, der aber trotzdem noch mit der Luft ringt. Das Gitter weggebrochen vorhin. Und Sabu stürzt in den Ring. Jetzt sollen wir näher krabbeln, näher springen. Oh! Sabu bewegt sich tatsächlich wieder. Nicht gedacht, dass er überhaupt nochmal auf die Füße kommt. Anker auch noch draußen mittlerweile. Ich bin Uppercuts. Wieder klärt Sabu nach oben. Terry Funk verhindert es aber erstmal.
Geh wieder zurück in den Ring. Um sie bei einem Stuhl zu schnappen. Um als hier etwas Zeit zu verschaffen. Und indem er auf den Referee einschlägt. Sehr gut, zumindest wieder mal außerhalb vom Ring. Mal einen harten Stuhlschlag ab. Sehr, wir können kaum noch stehen. Kickt hier trotzdem noch aus. 3-2. Ich fange jetzt natürlich auch ungeduldig. Terry Funk is fired up and wants this crowd to know it. Clothesline in the corner. An all-out attack from Terry. This is Funk looking at his best. Nun soll von oben folgen. Take off. Wahrscheinlich wird es doch wieder ein Elbow Drop. Kickout von Sabu. Der seinerseits kontern kann. Oh. Ist ein Wunder, dass der auch noch stehen kann. Breaker. Taking a moment to let the crowd know. Ist der Raven Facebuster kommen? Snap Suplex. Wird überhaupt nichts machen. Oh, Rack. Oh. Constant pressure being kept on Terry. Terry's not showing the capacity to fight back. And that DDT was well delivered. Ducks under Pele. Leg kick. Oh, this is what's this gonna be? Wheelbarrow! Flapjack! Face first. Oh dear, this doesn't look good. That's a free fall. Das sieht gerade Sabu wirklich aus. Das Match gewinnen. Das oberste Seil. Raven Facebuster. Und damit der Sieg an Sabu. Glückwunsch. Jetzt nach unserem zweiten Match haben wir schon die 20-Minuten-Marke geknackt. Also ich denke mal, das wird eher eine Geschichte für mindestens zwei Folgen, wenn sogar noch mehr. Nächstes steht an. Tag Team Titel Dudley Boyz gegen die Eliminators. Einzug machen wir aus, haben wir jetzt schon einige Male gesehen. Und Ben Perry Saturn aus. Wie gesagt, gab es jetzt Spannungen zwischen den beiden Eliminators. Ob wir hier dieses Tag-Team-Titel-Match beiseite legen können oder ob es sogar ein Faktor sein kann. DDT von Kronos. Der Schande bringt. Natürlich mehr Matches in das Video unterkriegen. Allein der Rumble würde schon mindestens eine halbe Stunde gehen. Double Team Move. Und der Wechsel zu Perry Saturn. Ja, Dudley ist schon seit einigen Wochen als Champion. Damals den Titel von dem ungleichen Duo
Ich glaube, es war Sandman und Rob Van Dam geholt. Aber hier zwischen beiden Teams die Siege hin und her, sei es jetzt reguläre Siege als auch Disqualifikationen. Das soll er sich selber hier sparen. Da wird Devon ins Eck und den Tag machen, allerdings ist da niemand, weil Kronos vorher Devon vom Apron schickt. Los und auch Seil. Ref hat es auch nicht gesehen, aber Bray ist selber schuld, wenn er sich da so hinstellt. Powerbomb außerhalb vom Ring. Spidey Dudleys. Darf ich auszählen? Gewinnen sie den Titel halt nicht, ne? Mal ist Tag Team Match keine Disqualifikation erlaubt. Ein Auszählen. Aber wechselt der Titel nicht. Ah, schön gekonnter Power Slam hier von Saturn. Rechtes Cover. Ist auch wieder da mittlerweile. Ivan wollte eingreifen. Die Zuschauer mitzählen bis 10, aber Bubba Ray war da schon hinten. War schon fast geduldig. Ben. Reversal. Wieder abgetaucht. DDT. Saturn mit dem Ansatz zum Dead Valley Driver. Aber da kommt der Tag. Devon kommt rein. Jetzt hat er nicht aufgepasst. Hat immer noch. Wieder der Valley Driver Ansatz. Devon, der ist natürlich noch frisch, aber trotzdem. Kommt er diesen Move hier ab. Bubba Ray weit und breit nicht zu sehen, kommt jetzt lang genug gekrabbelt, aber nur bis 2. Aber Bubba Ray dazwischen. Devon gets out of the way. Das ist für Devon über das oberste Seil. Jetzt natürlich Kronos wieder hinterher. Dann gibt es hier einen Backdrop auf den Apron, der, wie wir ja wissen, der härteste Teil vom Ring überhaupt ist. Auch wieder mit da. Nochmal zur Erinnerung, bei Auszählen wechselt der Titel nicht den Besitzer. Das muss hier im Ring passieren. Zur Sicherheit schickt der Saturn mal beide wieder rein. Soll er sich jetzt sparen, dieses Gepause, er ist nicht Hulk Hogan. Der Valley Driver. Devon ist noch im Ring. Kommt aber nicht mehr ran. Das ist der Titelwechsel. Die Eliminators sind neue ECW Tag Team Champions. Devon gerade aus dem Ring raus und kann nicht mehr rechtzeitig
rein und den Pin zu unterbrechen. Die Spannung zwischen Eliminators ist jetzt kaum zu sehen. Aber sie sind die neuen ECW Tag Team Champions. Damit der zweite Titelwechsel an diesem Abend schon perfekt. Und jetzt geht's weiter mit dem Highlight der Fehde zwischen Tommy Dreamer und Raven in einem Ambulance Match. Auch hier können wir einen Einzug aufmachen. Und diesmal wählen wir Tommy Dreamer aus. Direkt im Ring los. Kamin Ambulance Match funktioniert, noch keins gespielt in diesem Spiel. Aber irgendwo muss da, jawohl, ein Tagmann stehen. Da muss man den Gegner, glaube ich, rein befördern. Wenn wir uns gucken, zumal jetzt machen wir erstmal hier Raven ein bisschen platt. Auch da natürlich keine Regeln. Das sieht, glaube ich, ähnlich wie ein Sargmatch. Das heißt, muss den Gegner in den Ambulance rein einschieben und dann die Tür zu machen. Was haben wir hier Schönes? Eine Schaufel. Guck mal, haben wir in den letzten Spielen nochmal hier irgendwas gespielt mit Extreme Rules oder ohne Regeln? Oh, DDT, Spike DDT auf den Apron. Quite the impact on the apron. You might be in shock now, but you'll be feeling lasting pain for a few weeks to come. And well-timed maneuver there. Atomic drop. Disrupts the attack with an elbow to the gut. Und dann geht's gegen das Kommentatorenpult. Und schiebt hier wieder in den Ring rein, damit ich vergesse, dass die Schaufel noch da ist. Habt ihr zwar ein Baseball-Bad, aber bekommt direkt die Schaufel quer an den Schädel. Verzweiflungsaktion hier von Raven. Schlagen mit der Schaufel zu verhindern. Tell the truth, Cole. If a rivalry gets to an ambulance match, that tends to mean there's a lot of bad blood swirling around. All rational thought leaves the building, and instead something more primal takes over. That's what's happening right now. Great counter, impressive ring IQ on display there. Oh, yeah, Tommy Dreamer schlägt hier mit dem Baseball Bat zu. It's like they're beating a dead horse. One wicked attack after another. Aptitude for pain because it just keeps coming. This has been building and building between them for so long. Yeah, Saxton, it is almost impossible to know who will be the final nail in the coffin for this feud. Dann schnappt sie den Singapore Cane und hilft Tommy Dreamer direkt. Snapmare. He is just reeling from that offense. Not a bad place to be in, but the longer this goes, the more trouble a superstar exposes themselves to. Taking a look inside the ambulance, now has to think of a way to get their opponent into it. Ambulance is open for business. Are we close to hearing the sirens? Oh, man. He's headed to the roof of the ambulance. So klimmt hier Tommy Dreamer den Ambulanzwagen. He doesn't have a lot of room up there. I can't emphasize enough how ill-advised this is. This isn't the smartest thing to do. Antagonizing your opponent and attacking him. Up on top of the ambulance. What's he gonna do now? I can't imagine that felt good at all. The way things are going, I think we're gonna need another ambulance out here. Now starts to fight out with some punches to the gut. Uh-oh. Und dann Schlag. Ein Piledriver auf dem Ambulance-Wagen. Und Raven ist nicht, es sind andere niemand zu Hause. Ein Driver auf dem Ambulance-Wagen. So, jetzt muss man den Raven irgendwie da runterkriegen und dann in den Wagen und dann ist das Match. Hat Tommy Dreamer gewonnen.
Ambulance doors are open. Gotta wake up now before it's too late. Rein mit ihm. Willst du aber Raven wehrt sich noch. Gibt er nicht so schnell klein bei. Aber Tommy Dreamer gibt mit ihm noch einen Push mit der Tür. Das haben wir nie gespielt. Ich habe echt keine Ahnung, wie es funktioniert. Aber ein hartes Battle hier, wer hier noch die Tür zukriegt. Wahrscheinlich kann Raven hier, ja, kommt noch mal raus hier. Tatsächlich, okay, sehr geil. Schickt es seinerseits Tommy Dreamer in den. Macht den Ambulance wieder zu. Schaufel ist immer noch da. Aber Arm Suplex gekontert und dann Armdrag. Punch. Nächster Ansatz zum Dreamer Driver. Der gelingt auch. Jetzt muss Dreamer noch irgendwie Raven da reinzumachen. Macht die Tür, muss die Tür da aufmachen. Jetzt muss Raven noch irgendwie in den Ambulance rein. Wir hatten nicht ganz genug. Er will noch mal hier Raven noch mal ein für alle Mal. So many dangerous attacks, one after the other, making it difficult to regain any composure. Being dragged and mangled all the way to the back doors of the ambulance. Ein Ende setzen. Raven kommt dazwischen noch mal. Lass die Tür zu. Und da ist auch die zweite Tür zu. Tommy Dreamer gewinnt damit dieses und auch unser erstes Ambulance Match. Brüllender Abschluss der Fehde. Das ist Ambulance, bitte. Ah. Ich glaube, damit machen wir einen Cut hier. Noch drei Matches über: das Damen-Titel-Match, das Heavyweight-Title-Match und der Royal Rumble, der Gründe Abschluss hier von der Veranstaltung, wo wir den neuen Nummer 1 Herausforderer suchen. Wir sind uns bei ein paar 30 Minuten, soll erstmal langen. Also, nächste Episode gibt es dann Teil 2 von Anarchy Roots. Sauber bleiben. Had no worries, but always had plans. Only thing I did was dig out the trash. Now it's much harder to laugh.